Leute und willkommen zurück zu Hexet hier Hexland, wisst schon. Aber die Hexen leben. Aha, lustig. Und bei mir leckt's gerade so mega. Und wir haben jemanden dabei. Namens ja. Vincent. Hallo. Ja, Vincent. Zusammen. Und der ist sogar in unserer Stadt. Ja. Leute, ja, wir haben jemanden gefunden, der in unserer Stadt ist. Ja. Hallo Pinguin. Das ist so erstaunlich, ist so? Wir haben davor nie jemanden gefunden, au, der in unserer Stadt ist. Fuck. Hä, hey, Pinguin, greif mal einen an. ETF. Ja, Pinguin ist nicht böse. Böse. Pinguine sind doch nicht böse. Pinguine sind so süß. Ja. Nicht wirklich. Heute für meine Folge habe ich mir gedacht, dass ich mal an meinem Haus weiterbaue, damit ich das endlich fertig habe. Okay. Muss es gerade regnen? Aber noch lang genug. Ja, Lukas, wir müssen auch mal unserem Haus weiterbauen. Ja, ich kann dann schon. Wenn du dann irgendwann mal nach Hause kommen würdest. Ja, das ist halt so eine Voraussetzung, ne? Ich habe in gerade eine Und sollte ich nicht fallen. Oh mein Gott, ein vielleicht mal den Download im Hintergrund deaktivieren, deshalb könnte es vielleicht so ein bisschen laggen. Vielleicht. Naja, ich muss ja hier Geburtstagsgeschenke installieren, ne? Ist ja typisch. Mein tolles Geburtstagsgeschenk. Schenkt er dir etwa gerade Zeug? Ja, er hat mir gerade schon wieder etwas geschenkt. Ich will auch was geschenkt bekommen. Ich mag Geschenke. Finde ich schön. Also jetzt, für alle, die es nicht wissen, kurz vor der Aufnahme ist hier gerade der eine Voyen 3. Ich weiß jetzt nicht, wie er mit seinem YouTube-Kanal heißt. Ist in die Stadt gekommen und hat mir einfach mal etwas überreicht. Hier so ein Enderschild und ein Ledgerbow. Gerade kam noch so ein Diamond Giant Sword dazu. Ich frag mich ja... Ey, was macht der in unserem Haus? Weil ich das verdient habe. Hi. Wie geht's dir so? Schaut sich mal kurz um. Hey, ich hab auch ein Diamond! mega, hey. Sword. Das Giant Sword. Oh, ein Enderschild. What the fuck? Jetzt habe ich gedacht, ich bin Fame und ich bekomme sie alleine. Interessant. Einfach mal cool schreiben, sie überrascht. Cool. Da ist eine Kiste in unserem Haus und da steht... WTF! Lukas! Was? Wir haben einfach zwei komplette Diamantrüstungen. Ganz viele Magical Essence, zwei Legiabos mit einem Stack Pfeilen und... Verarschen. Alter. Wir waren voll großzügig. Wie geil. Gott, wie auch immer das war. Ja, Voyen aus Stadt Rot. Dann heißt Leute. Marco. Marco, danke schön, Marco. Falls du das hörst. Das war... Da merkt man schon, es gibt einige im Projekt, die sind sehr weit hinterher. Ja. Oha, was ist da nur in dieser Kiste? Lol, der hat einfach noch ein Diamond und ein Enderschild. Ich gebe ja mal keinen Kommentar dazu, was ich gerade in dieser Kiste gefunden habe. Was denn? Warte, ich lese mal so ein bisschen vor, was ich hier gefunden habe. 5 Hexical Essenzen, eine Freezerate Leggings, ein benutztes Diamond Giant Sword, warum ist es benutzt? Und dann noch... Naja, in der Kiste sind 1, 2, 3, 4, 5, dann habe ich jetzt noch 15 Magical Essences, ein Windstuff. Hier sind 12 Magical Essences. Ein Firestuff. Also ein paar Stäbe. Busch. Eine Phönixfeder. Alter, was ist hier los? Läuft. Auf jeden Fall. Okay, der kriegt davor für uns... Guck mal, wir geben ihm sogar was. Wir geben ihm einen Busch. Oh, Alter. Ja, ein Busch für das ganze Zeug hier. Das ist richtig nett. Oh, ich werde von irgendwas angegriffen. Ich sterbe. Oh, disconnect. Das ist jetzt dein Ernst. Ja, natürlich ist das mein Ernst. Ja, und wie soll das Viech jetzt irgendwie weggehen? Keine Ahnung. Ich bin in den Turm gefallen. Ja, das war so ein nach unten Turm und der war halb zerstört. Das ist hier Feuerwerk. Ich bin durchgefallen.
Dann bin ich unter im Wasser gelandet und da waren total viele Viecher, die mich getötet haben. Das ist dein Haus. Wir haben uns schon gewundert, wer das ist. Scheiße, mich kann jetzt niemand retten. Ja, und ich habe so geiles Zeug. Nein. Wie kommt man da schnell weg? Ich kann ja keinen Port oder so machen. Scheiße. Ich hab gedacht, wir sind noch in der Friedenszeit. Nein, seit gestern nicht mehr. Okay. Ist auch kein Wunder, dass die sauer sind. Wär ich auch. Boah, ich will nicht mehr joinen, Alter. Dann sterbe ich und ich hab keine Lust zu sterben. Wir sind die Friedensstadt, ja? Wir haben mit jedem Frieden. Mit jedem? Keinen Krieg in meiner Ausrüstung. Ich sterbe, wenn ich joine und ich will nicht joinen. Ja, Lukas, du musst aber joinen. Joine jetzt. Stirbst so oder so, egal ob du jetzt oder in 10 Jahren joinst. Nein, ich will nicht. Scheiße, ich sterbe. Oh, das ist ein Tower Golem. Bei dem. Ja, der eine statt blau ist wirklich 12. Der andere ist 11. Sehr schön. Ja, und der 12-Jährige ist einfach zum König gewählt worden. Das ist dieser Eli. Oder lebe ich noch? Der Elias. Du lebst noch, ja, du lebst noch, Lukas. Ich lebe noch, ja. Noch. Noch. Schon seit Dank. Ach du, jetzt gleich. Ich hab mich einbauen können. Der Tower Golem hat mir nichts antun können. Aha, was haben wir denn da so in der Kiste? Alter, scheiße, ey. Interessant. Da war einfach ein Tower Golem. Alter, du musst mal in diese Kiste von diesem Crusher gucken. Es ist so übertrieben, was er da drin hat. Wo ist denn dem dein Haus? Hier, das hier. Warte, wenn du mich siehst. Ja, ich bin hier warte, links. Achso, ja, gut. Hier. Und der hat einfach mal 3 hexige Diamonds schon mal so alleine. So ein paar anderes cooles Zeug, eine 7 Hexikill-Essenzen hat er auch noch. Hat er Spawn-Eier von einem Yellow Chocobo. Oh ja, schön. Läuft bei dem auf jeden Fall. Ja. Wo man auch immer Spawn-Eier herbekommt, wenn man nicht im Creative-Inventar ist. Ich glaube mit Afterlife auf einem Schwert drauf. So. Hm, ich kenne mich nicht so aus dem Texte. Ich mich auch nicht. Wenn man Hero guckt, dann... Ah, Göttchen. Geht dann mal nach Hause. Ich bin gerade damit beschäftigt, irgendwie was zu saven aus der einen ganz unten Kiste. Aber das ist ziemlich schwer, denn ich werde vom Tower Golem davon aufgehalten. Und dann mal diese Kiste hier aus, ne? Wo ist überhaupt der Tower Golem? Dann könnte ich ihm wenigstens so ein bisschen geben. Alter, wie wir einfach ein Stick und 18 Emeralds bekommen von dem Typen. What the fuck? Kurz mal einbauen. Was brauche ich noch nicht? Ich bräuchte... was brauche ich denn nicht? Boah, in dieser Kiste ist so geiler Scheiß, ich will die ausräumen. Aber wo ist der scheiß Golem? Habe ich dir jetzt einen Rucksack? Der hält mich davon ab. Scheiße. Tja, da muss ich wohl gleich nochmal wiederkommen. Jetzt hier an meine Zuschauer. Ich habe hier so komische rote Strahlen in Hexit. Das ist, wenn du F9 drückst. Ja, das ist ein Hexikill Diamond in der Kiste. Ich will ja ausräumen. Und ich normalerweise die Aufnahme immer im Hauptmenü starte. Aber heute habe ich es mal auf dem Server gestartet. Das heißt, die Aufnahme ist jetzt mal mit den komischen roten Leuchtfedern in der Luft. Was sie auch immer bringen, aber... Ja, ich habe auch keine Ahnung. Oh, ich kann die Kiste ausräumen. Alter, was ist da drin? Wie? Was? Warum? Krieg ich so geiles Zeug? Komm einfach nach Hause. Ich komme gleich, okay? Wenn ich die Kiste fertig ausräume. Das ist meine einzige Bitte an dich. Komm einfach einmal nach Hause. Einmal. Ein einziges Mal! Ja, ich komme ja schon, wenn ich alles dabei habe.
Also das Beste halt. Das ist in so 10 Jahren. Alter, man will mich doch hier verarschen. Was ist das für ein geiles Zeug? Ich weiß es nicht. Einfach rausgehen. Wir haben auch geiles Zeug zu Hause, ne? Falls dich interessiert. Ich weiß. Ja. Okay, jetzt muss ich hier schnell raus. Oh Gott, ich will diese pinken Blätter haben. Da ich meinen Windstaff, den ich hier gerade bekommen habe, nicht verwenden will. Du weißt, dass wir nichts Gutes verwenden, was wir bekommen. Ich weiß, deshalb will ich ihn ja auch nicht verwenden. Dia-Hosen an. Der hat mir jetzt einfach auch mal eine komplette Dia-Rüstung gegeben. Ja, also... Ich meine, wir sind eigentlich so gegen Diamantrüstung, weil wir finden, Eisen tut's auch. Mhm. Yep. Ich sag jetzt einmal, wir haben zwar auch ziemlich viele Diamonds, aber das ist eigentlich egal. So, kurz mal unseren Rucksack nehmen. Leute, hier sind Hexical-Essenzen auch noch in der Kiste gefäßen. Ich bin so doof. Ich tue einfach mal die Emeralds und die Hexical-Essenzen raus, obwohl ich die gerade in den Rucksack tun will. So. So, natürlich die Emeralds. Was ich mal machen werde, ich werde probieren, meinen ersten Tower zu machen. Deinen ersten, Alter. Meinen ersten Tower, ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, ich... werde ich auch brauchen. Ich glaube, für unseren ersten haben wir irgendwie eine halbe Stunde oder so gebraucht. Ja, muss ich schauen. Wenn ich dann... Ich würde jetzt gerne, halt dass die der Höhle hier raus sind. Ich bin... Kann man Enderschild stacken? Ach, schade. Schade. Oh, Spinne. Hilfe. Viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Map. Was? Wieso haben wir... Ja, Mann. Ich gehe die ganze Zeit auf Suche nach Zuckerrohr für Bücher und wir haben einfach in der einen Kiste noch 21 Stück. Oh, geil. Oh! Ja, Lektor, ein bisschen leicht. Wir haben immer eine super Ordnung in unseren Kisten. Ist ja bei uns ein Meteorit abgestürzt. Keine Ahnung, bin gerade nicht da. Weil hier sind so komische Blöcke. Sind die schwarz? Und manche leuchten so. So grau. Warte. Wenn manche rote Streifen haben, dann ist es ein Meteorit. Meteor-Chip. Ja. Meteor. Also ja, so, die Karte sagt mir, in diese Richtung geht's nach Hause. Was für ein Ding? Meteor Chestplate. Oh cool, damit kann man Meteor-Rüstung machen. Die Schuhe sind geil. Weil ja, mit den wenn du die Schuhe anhast, dann ziehen die einfach alle Items in der Nähe an, die rumliegen. Okay. Ist richtig praktisch. Würdet ihr euch mit Rot gegen Blau verbünden? Klar! Auf jeden Fall. Die haben uns geschenkt. Wir verbinden uns mit denen. Blau wird uns nichts schenken, das weiß ich. Die sind so Blau ist scheiße. Weil ich glaube, wenn ich jetzt nein, wenn wir jetzt so nein sagen würden, dann wird einfach kommen, oh, ich bringe euch jetzt alle um. Glaube ich nämlich auch. Wir sind die kleine Stadt, die keine Wahl hat. Ganz genau. Das ist eine schöne Beschreibung. Ja. Oh, ich weiß noch, wie man ein Bücherregal macht. Ach, ich lasse jetzt einfach mal den Meteorit da. Der ist auch noch in der nächsten Aufnahme da. Probiere ich mal ein bisschen Action reinzubringen. Action. Action. Volle Ladung Action. Ja, die gibt's mit bei einer Lukas? Geballten Ladung Action. Ganz genau. What the fuck? Okay. Oh mein Gott, halt Skelett. Alter, hier leckt's aber gerade so ein bisschen. Kann das sein? Oh, die Decke ist ja noch gar nicht... Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Wo haben wir Marble? Marble. Noch mehr Marble? Irgendwo. Ich sag, dass der Tower noch nicht geklärt ist. Okay, da geht im Boden. Boah. Warte, erstmal Moin sagen. Ich sehe gerade diesen Voyen 3. Hallo. Moine. Okay. Moin, Alter. Lol, der hat dort eine Diamantrüstung drin liegen. Da
Der hat uns eine Diamantrüstung geschenkt, kann das sein? Ja, das ist jetzt schon die dritte. Ah nein, in der Kiste. Ach so, ja, die muss ich drinnen lassen, weil ich nicht genug Platz im Inventar hatte. Da war das ganze Zeug. Ich habe auch nicht genug Platz im Inventar, Alter. Ich habe mein Inventar gerade voll mit geilen Stuff. Ah ja, da ist ja noch Marble. Marble. Hallo, ich würde dich gerne brennen. Ach, du bist schon gebrannt. Oh. Schlau. Ja. Warte mal, ich muss es so ein bisschen angeben. Oh, nein, er hat selber einen Electric Stuff, also kann ich nicht angeben. Schau. Anno, wollte ich jetzt gerade so meinen Electric Stuff aus. Als ob der keinen Electric Stuff hatte. Hätte er sein können. Wenn er so ausgerüstet ist. Wow. Lukas, ich will übrigens hoffen, dass du mit 5 Wolle nach Hause kommst, ja? 12 Wolle, hast du es auch? Ja, gut. Lol, Creeper, nein. Oh. Die habe ich auch die ganze Zeit im Inventar gelassen. Glück auch gehabt. Wenn ich anderes hätte weglegen können, aber... auch wenn ich anderes dafür hätte behalten können, aber egal. Ich muss mich ja hier an die Forderungen halten. Lol, ein Elefant. Haben wir immer noch Kloster und Staub? Staub. Staub, Alter. Staub. Ja, Staub. Ich stelle erstmal diese Kiste auf. Ja, geil. Ich stelle eine Kiste direkt vor eine Kiste. Na geil. Verdammt, die ganzen Tower sind ja schon gemacht. Ich frag mich auch, warum ich in den Tower gebrauchte Super-Items gefunden habe, ganz ehrlich. Ja, ob die ja jemand abgelegt hat oder so. Auf jeden Fall. Mach mal ein Meteorit. Aber ich frag mich, warum sollte man... Creeper! Fick dich, du scheiß Creeper. Geil, Alter. Ich finde es nicht lustig, wo er explodiert ist. Wo? Nein! Nein! Das ist ja nicht dein Ernst. Ah. Oh Mann. Dort liegt übrigens noch ein Slime-Sort rum. Kannst du es mal eben mitnehmen? Ja, wenn ich herauskomme, danke. Wo liegt dort. Das? Vorsicht von dem Zombie. Hilf mir, ich habe keine Waffe. Ich habe nur gebrauchte Sachen, aber die will ich jetzt nicht verwenden, da ich nicht verschwenderisch bin. Ja, ich will die nicht verwenden. Ich fülle es auf. Darf ich hier sehen? Oh toll, toll. Das ist ein Horror Tower. Wieso ist hier Eis? Wo kommt das Eis her? Warum ist das Eis? Wo kommt das? Sieht mir irgendwie nach einer Freezerite Hose aus. Hier ist irgendjemand entlang gelaufen. Oh oh. Mit einer Freezerite Hose. Oh ja, der ist noch nicht gemacht. Sehr schön. Ich habe aber auch noch eine Freezerite Hose dabei. Ja, die haben wir auch schon im Rucksack, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe so eine schlechte Freeze-Ride-Hose dabei. Ja, Fire Protection 4 haben wir eine. Ja, ich habe eine gefunden, die hat auch Fire Protection 4, aber die ist gebraucht. Yay, über 2,6 Diamanten. Woohoo! Warte, ich komme mit 14 extra. Und ein Hexical Diamond. Noch ein. Nice. Warte. Soll ich dir mal das Zeug so ungefähr zeigen, was ich so erlootet habe? Ja, tu einfach mal rein. Also... Gebrauchte Wirbelwindschuhe, Freezerite Leggings, auch gebraucht. Hier ist irgendwie alles gebraucht gewesen in einer Kiste. Oh nein, no, die Spinnen. Das ist richtig geil, was sie dort alles gefunden haben. Wir haben jetzt schon 44 Hexical Leggings Bums. Was? Hexical Sensen? 44 Magic Essence. Achso. Das ist geil, Alter. Wir können uns jetzt eigentlich schon Stäbe machen. Nein, wir hören noch auf. Oh, Stone Grave. Gibst du mir mal deine Wolle? Die liegt hier auch drin. Alter, wir haben Iron Big Sword. Das sieht aus wie ein Diamant-Riesenschwert. Lol. Klein. Groß. Klein. Groß. Okay. Klei. Schau mal. Das ist geil. Nee, ich hab Dolch. Du bist ein
Und hier sind noch 42 Emeralds. Ja, guck mal in die Kiste, vor der du gerade stehst. Oho. Und wenn du dann mal in den ersten Rucksack. Oh, Junge, Alter. Dann guck mal in den zweiten Rucksack. So, für meine Zuschauer sage ich jetzt mal hier bis zur nächsten Folge. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Gehe auch noch in der Folge vom Server. Oh, es ist hier schon 20. Ja, und ich probiere das jetzt mal schnell zu beheben, das mit Fraps. Mal sehen, vielleicht nehme ich jetzt noch eine zweite Folge auf. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Und tschüss.